Heute werde ich euch mal meine Werkstatt zeigen. Das hier ist so der Eingangsbereich von meiner Werkstatt und hier habe ich immer so ein paar Maschinen stehen, die ich nicht ganz so oft benutze. Wie zum Beispiel hier meinen selbstgebauten Trommelschleifer. Wenn ich den mehr benutze, ziehe ich den immer so einen halben Meter raus und kann hier die Absaugung an die Maschine anklemmen. Und natürlich habe auch ich so ein Ecken, wo nur Zeugs rumliegt und dieses ganze Zeug hier muss ich mal noch einräumen. Das hier ist der Doppelschleifbock, mit dem ich immer meine Drechseleisen scharf mache. Das ist nichts weiteres als einfach eine Tischkreissägenwelle mit dem Motor von meiner alten Berland-Drechselbank und hier diese zwei Schärfsteine. Ich benutze aber eigentlich nur diesen hier. Und hier könnt ihr auch schon einen Teil von der Absaugung von der Hobelmaschine sehen. Wenn ich die Hobelmaschine benutze, ziehe ich einfach nur hier diesen Absperrschieber ein bisschen raus und stöpsel natürlich den Schlauch an die Maschine auch an und dann kann ich direkt die Hobelspäne absaugen. Das ist meine Scheppach Prima Halm 1 Abricht- und Dickenhobelmaschine. Es ist eine Kombimaschine. Das bedeutet einfach, dass ihr hier oben die Abrichte benutzen könnt und hier unten die Dickte. Ich mag diese Maschine wirklich sehr und wenn ihr auch noch auf der Suche nach einer Abricht- und Dickenhobelmaschine seid, könnt ihr mal auf eBay Kleinanzeigen vorbeischauen. Da gibt es diese Maschine hier für so ca. 300 Euro. Und ein kleiner Tipp für die Leute, die diese Maschine hier auch besitzen. Wenn euch irgendein Teil kaputt geht, kann man die noch nachkaufen. Nehmen wir einfach mal an, der Flachriemen, mit dem man die Vorschubwalzen von der Dickte antreibt, ist kaputt gegangen. Dann könnt ihr den einfach neu kaufen. Wir mussten auch schon relativ viel neu für diese Maschine kaufen. Zum einen dieser Flachriemen, da mussten wir eine Vorschubwalze kaufen. Und wir haben schon hier unten diese Kettenräder für die dickte Höheneinstellung nachgekauft. Aber die habe ich immer noch nicht eingebaut. In den Videos scheint es vielleicht immer so, dass die Werkstatt komplett fertig ist, aber ihr wisst bestimmt, eine Werkstatt ist niemals fertig und so ist auch diese Wand hier noch nicht fertig. Die habe ich noch nicht mit USB-Platten beschlagen, aber ich denke, im nächsten Jahr werde ich das mal tun und vielleicht seht ihr das hier dann in einer Folge aus der Werkstatt. Das hier ist mein Drechselecken. Hier habe ich meine zwei Drechselbänke stehen. Zu einem ist das hier die große Drechselbank, mit der ich eben ganz große Schalen drechseln kann und die benutze ich auch, wenn ich zum Beispiel Baseballschläger drechseln muss. Das ist meine kleine Drechselbank, das ist die Bernardo DB305 und mit dieser Drechselbank möchte ich eigentlich in der Zukunft Füller drechseln. Nur ich muss mir erstmal ein paar Werkzeuge kaufen, damit ich eben Füller an dieser Maschine hier drechseln kann. Außerdem habe ich mir diese Maschine auch einfach gekauft, wenn ich mal irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt drechseln möchte. Dann kann ich eben die direkt mit diesem Stand hier mitholen und kann dahin drechseln. Im Hintergrund seht ihr meine Scheppach HA3200 Absauganlage. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Maschine. Ich benutze keinen Zyklon, weil ich hinten in diesen Ecken keinen Platz mehr habe und der Spänesack, den ich da drunter habe, ist wirklich groß genug. Wenn ich viele Schneidebretter mache und viel hobel und viel schneide, dann ist dieser Sack so circa alle 3 bis 4 Wochen voll und da muss ich einen neuen dran machen. Hier in diesem Gang habe ich auch immer noch meine Ottobuch Bandsägenblatt-Schärfmaschine stehen. Für die habe ich mal so ein Rollauto gemacht, aber das ist nicht ganz so gut, denn es ist einfach ein bisschen sperrig durch die Werkstatt zu rollen. Aber wir sind doch im Moment ein bisschen was am Plan, wo ich das Ganze dann hinbringen kann, damit es halt eben hier in der Werkstatt nicht mehr so sehr stört. Und für die Leute, die es interessiert, das hier ist der Posten von unserem Baumhaus. Das ist meine Ottobuch-Bandsäge. Mit dieser Säge hier bearbeite ich oft die Schalenrohlinge, damit ich die dann an meiner Drechselbank drechseln kann. Das hier ist meine Rapid PK100 Tischkreissäge. Ist eine super gute Maschine, wenn ihr die günstig bei euch bekommen könnt, würde ich euch wirklich raten, sie wenigstens mal anzuschauen. Sie hat 2,2 Kilowatt und ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese alten Motoren ein bisschen mehr Kraft haben, wie auf dem Typenschild draufsteht. Das habe ich mich hier bei meiner Drechselbank gemerkt. Dieser Motor hier hat auch 2,2 Kilowatt und der ist noch nie stehen geblieben. Ich habe mir für diese Säge eine Spanhaube selbst gebaut. Das ist hier dieser Schlauch. Ich mag es nicht so, wenn diese Spanhaube hier direkt an dem Spaltkeil festgeschraubt ist. Denn wenn es bei euch so ist wie bei mir, werdet ihr die irgendwann gar nicht mehr dran schrauben, weil es einfach viel zu lange dauert, um das Ding abzuschrauben und dann nochmal dran zu schrauben. Jetzt muss ich aber einfach nur hier die Spanhaube über das Kreissägenblatt bringen und bin fertig. Hier habe ich einen Verteiler für einen Kompressor hängen, aber ich habe im Moment noch keinen Kompressor, wird sich aber auch noch, so ich schätze mal, Anfang nächsten Jahres ändern. Ich habe hier diese Trommel einfach mal an die Wand gehängt, damit die halt eben nicht mehr auf dem Fußboden liegt und sie irgendwie immer stört. Aber damit könnt ihr jetzt einfach einen Schlauch rausziehen und könnt das Ganze dann benutzen. Und wenn ihr halt eben fertig seid, könnt ihr den Schlauch direkt nochmal reinrollen. Hier bewahre ich immer meine Kreissägenblätter drin auf und ist relativ praktisch, wenn ihr hier an der Maschine seid, müsst ein Blatt wechseln, habt ihr hier direkt den Schlüssel und natürlich das Kreissägenblatt auch direkt zur Hand. Das hier ist der letzte Eck in meiner Werkstatt. Hier habe ich meine Hobelbank stehen. Im Moment habe ich hier noch die Kappsäge stehen, die werde ich aber ein bisschen rüberräumen.
Und da hinten habe ich dann noch die ganzen Handmaschinen, ein bisschen Holz und so Kleinkrams. Unter der Werkbank habe ich einfach hier meine Mülltonne. Da habe ich hier noch eine Dekupiersäge, die ich eigentlich so gut wie gar nicht benutze. Eine Flex und eine Vorrichtung eingespannt, mit der man dann Rohre runterschneiden kann. Und hier habe ich noch meine kleine Metabo-Bandsäge. Für die möchte ich noch einen Stand bauen, damit ich die einfach besser durch meine Werkstatt rollen kann. Hier in diesen kompletten Ecken lagere ich einfach ein bisschen Werkzeug, was ich dann einfach immer mal brauche, wenn ich an einem Projekt dran bin. Dieses Holzregal hier möchte ich noch in eine andere Ecke von meiner Werkstatt bringen, denn da, wo man eigentlich immer arbeitet, muss man das Holz nicht lagern. Das ist einfach nur unnötig Platz vergeudet. Das war schon die Tür durch meine Werkstatt und wenn euch das Video gefallen hat, freut mich das selbstverständlich sehr. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Anregungen habt oder auch Fragen, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und bis dahin gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, außer, dass ich euch einen schönen Tag wünsche.